Ist das Leben wirklich das, was man denkt, was das Leben ist? Meine Überlegt. Fertigkeiten scheinen zugenommen zu haben. Aufstieg um eine Stufe. Ja, ich sollte vielleicht wirklich mal aufsteigen. Wie mache ich das? Krach, 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 krach. Okay. Stufe 3. Kann man überhaupt aufsteigen? Aufstieg um eine Stufe. Ah, geht doch. Ja, Charakter, namenlose Kämpfe, Charakterpunkte, Rettungswürfe wurden verbessert. 4 gewonnene Trefferpunkte, Kampf. Kampfesfähigkeiten wurden verbessert. Und was stand da oben? Ein gewonnener Charakterpunkt. So. Ein gewonnener Charakterpunkt, wenn ich bitten darf. Okay. Wir können hier die Diebesfertigkeiten verbessern. Diebesfertigkeiten. List, Fallen finden, Taschendieb, Tür öffnen. Case. Könnten. Nee, es geht nicht. Okay. Rettungswürfe gegen Tod, gegen Zauberstab, gegen Wandlung, gegen Odem, gegen Zauber. Ah, jetzt geht's. Okay. Na dann. Wir haben wie viel? Ein Charakterpunkt, den wir vergeben können. Das heißt, nicht einfach drauf losklicken, sondern geschickt benutzen. Ich würde ja mal sagen, auf Stärke wird einer gesetzt und später auf Konstitution oder dann auf Intelligenz. Ich will nämlich auch nicht unbedingt der Dümmste sein. Wer will das schon? Oder vielleicht auf Charisma? Keine Ahnung. Mal gucken. Okay. Bitte, 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 bitte. Gesinnung. Rüstungsklasse. 10, ne? Trefferpunktzahl 32, 35. Höchste aktuelle, okay. Das ist Gesinnung. Absolut neutral sind wir. So. Was mit dir, Morte? Erkabun. Aufstieg um eine Stufe. Ja, das wollen wir. Oha, der hat viel dazu gewonnen. Rettungswürfe wurden verbessert. 6 gewonnene Trefferpunkte. 2 zusätzliche Trefferpunkte durch K.O.-Bonus. Kampfesfähigkeiten wurden verbessert. Okay. Rüstungsklasse 2. TP. Okay. Okay, dem kann man wohl nichts dazu schmeißen. Naja. Ja, ist ja nicht besonders, ne? Egal. Gruppen. Gruppe neu formieren. Informationen. Pipapo. Ist unwichtig. Gut, wir sind jetzt eine Stufe aufgestiegen. Da habt ihr das auch mal miterlebt. Erledigt. Das letzte Mal waren wir. Kühl hier deine Fersen. Schleifer. Kühl hier deine Fersen, Schleifer. Ach, so viel. Das Paradies. Junge, Junge. Wo komme ich denn nun hier hin? Schläger aus dem Stock. Schläger aus dem Stock. Die könnten wir jetzt wieder zusammendreschen. Du siehst einen kräftig gebauten Mann mit versteinerter Miene. Sei gegrüßt. Der Mann schaut dich kurz an, knurrt und hebt seine Hand, die einen heimtückischen Dolch hält. Mit einem bösen Grinsen wirbelt er den Dolch in einem drohenden Bogen durch die Luft fliegen. Ja, sieh dich. Was ist heute jetzt in dieser Zeit mit Fliegen los? So kalt, die müssen doch alle absterben. Greif ihn an, leb wohl. Ich greife ihn natürlich an. Ich bin ja so toll. Ich töte ihn. Kritischer Treffer. Die Macht Gottes. Zack. Mord hat auch natürlich einen kritischen Treffer geerntet. Der Schon gut. Mord. Oder Mord heißt er eigentlich, aber ich nenne ihn Morte. Kein Platz im Inventar. Erledigt. Bronze Armband. Ist das irgendwie ein Schlüssel zu einem Tor oder so? Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Ramsch. Was ist eigentlich mit Ramsch? Was? Kleine Federn, kaputte Bolzen, ein oder zwei gesprungene Getriebe. Sieht so aus, als ob jemand gedacht hat, diese Dinge könnten einmal nützlich sein, aber die scheinen sie ziemlich unnützig. Unnützig, unnützlich. So. Unnützig. Gut. Dann. Okay.
Das können wir jetzt wieder. Schon gut. Das genauso. Schon gut. Ich habe so gerade das Gefühl, dass wir den Hammer ausgerüstet haben. Ich will aber nicht den Hammer haben. Ich will dieses Schreikopf-Ding da. Was ist das auch immer? Ich weiß. Bleib. Achso. Bildschirm. Anderer. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Verwirrung. Oh Gott. Dunkelgassenschlitzer. Sei grüßfremder. Sieht so aus, als wärst du jetzt im Gebiet der Dunkelgassenschlitzer. Sieht so aus, als hättest du einen Geldbeutel, dem ein wenig Erleichterung gut täte. Bete lieber, dass da genug drin ist. Ich hab 3 Kupfermünzen. Reicht dir das, mein Junge? Ich bin ja immer freundlich, ne? Wenn hier einer ankommt und betteln will. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Wie viel verlangst du? Ich möchte sehen, wie du versuchst, es dir zu nehmen. Mit Löchern in deiner Haut. Täuschung. Ich habe für diesmal schon bezahlt. Okay. Flieh! Nein. Ich muss mit eurem Anführer reden. Mit dem verrotteten William? Ja, ich werde dich zu ihm hineinlassen, sobald ich einen Blick in dein Geldbeutel geworfen habe. Niemals vorher wirst du bluten. Wie viel verlangst du? Ist nicht teuer, sagt er großmütig. Mit nur 10 Geldstücken kommst du hier durch. Oh, ich hab 3, hab ich schon gesagt, nicht? Vergiss es. Dann kommst du hier nicht lebend raus. Er zieht sein Messer und greift an. Kämpfe. Ich hoffe, das hat jetzt keine große Auswirkung unbedingt. Bitte umdrehen. Man könnte natürlich jetzt auch fliehen. Das wäre, denke ich mal, eine ganz intelligente Lösung. Das tue ich aber nicht, weil ich sehr hier bin. Dieser Satz. Wisst ihr eigentlich, was intelligente Menschen tun? Sie sprechen nicht mit Intelligenz. Und treffen vielleicht nochmal. Ein Gegner. Oder 2. Oh, da kommt noch ein Dunkelklassenschlitzer. Schöner Name. Ich bin mächtig. Oh, ja. Erledigt. Mord hat ihn begangen. Das ist. Ha! Oh, das ist meine 10 Kupfermünzen. Willst du die jetzt noch haben? Ja? Nein? Nein? Schade. Gut, können wir Talisman. Ich bin weg. Okay. Ich will aber plündern. Es ist so schwer, dich zu treffen, dieses Raumfahrt. Okay. Inventar. Morte? Mord hat auch ein Inventar. Mortes Biss. Fliege. Verschwinde. Warum tust du mir sowas an? Okay. Könnte ich das ihm einfach... Ah, ich kann das ihm einfach geben. Das ist gut. Das ist gut. Dann stopfe ich dem jetzt einfach mal alles rein, was ich nicht brauche und verkaufen will. Das wäre so ziemlich fast alles. Skalpell kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Ich weiß es ja nicht. Lederriemen behalte ich erstmal. Nadel und Faden behalte ich auch. Putzlappen. Schlüssel zur Innereien der Dings da. Behalte ich irgendwie auch erstmal. Das Ramsch kann man vielleicht nicht mehr gebrauchen. Putzlappen, Lumpen, Lampen, Lumpen, Putzlappen. Okay, ist okay. Okay. Fertig. Okay. War jetzt der Sinn hat diesen Dingen da? Keine Ahnung. Ja, du kriegst noch die Schriftstücke. Schriftstücke, danke. Die Schriftstücke. Ein Schriftstück. Okay. Dann habe ich erstmal wieder Platz. Schon gut. Kann ich erstmal wieder ein bisschen plündern. Select. Das ist schon gut. Monster Reif. Yep. Da. 2 Kupfermünzen. Armer schon Schlucker. Gut. Verdeck mir nicht die Sicht. Kollege, das gehört sich nicht. Okay, jetzt können wir mal einen Zauber benutzen, oder? Spezielle Fähigkeit, Zauber auswählen. Zauber auswählen. Zauber auswählen. Priester, Schriftrolle, Charakter, bla bla bla. Ich würde gerne Tote erwecken. Nix da. Da guck mal. Kann ich das benutzen? Dürfte ich das? Nein, das will ich doch gar nicht. Ja. Hört auf. Okay. Meine Fresse.
Wie verwende ich das? Wie fände, also jetzt nur so als Frage, also du sollst das Teil benutzen, nichts anderes. Gut. Nein, gut. Okay, nein, gut. Okay, nein. Ich will. Schon gut. Haben wir sie ja alle getötet? Dies sind die letzten Überreste einer Sänfte. Es sieht nach einigen. Was? Es sind noch einige Blutflecken auf ihr. Ich bin weg. Da geht's weiter. Oder? Oh, hier geht's wieder raus, okay. Schon gut. Shop nicht hier drauf. Ach hey. Suchst du Gesellschaft, Erledigt. Schleifer? Nein. Ich suche Geld. Schon gut. Ich will noch mal mit Anna reden. Das würde ja mich schon erinnern, weißt du eigentlich, dass du ein Schwanz hast, kannst du mir sagen, wo ich hier bin und so. Nein, gibt es nicht. Vielleicht hätte es ja sein können, dass sie doch noch irgendwas zu sagen hat oder dergleichen. Vielleicht. Da ist noch eine Hure. Da ist ein Bewohner des Stocks. Okay, weiter, Kunde. Ängstlich. Ängstlicher Bewohner des Stocks. Bewohner des Stocks, okay. Die unterscheiden sich also. Band der Sender. Du siehst einen massigen Mann, dessen scharfe Gesichtszüge einen gepeinigten Ausdruck tragen. Trotz seiner großen Statur hat er etwas Feminines. Und im Gegensatz zu den anderen Bewohnern, die du gesehen hast, sieht er aus, als habe er vor kurzem gebadet. Als du dich näherst, schaut er aufmerksam auf und ruft mit der hohen Stimme: Kradok, guter Herr. Was? Seine hoffnungsvolle Miene verblasst, als er dein Gesicht eingehend betrachtet. Ich bitte vielmals um Verzeihung, werter Herr, wenn ich euch beleidigt haben sollte. Er macht eine kleine Verbeugung. Mein Name ist Ben. 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 Der Sender. Drittskin von Daiben. Dem Sender. Ich bin einer der vielen Sender im Dienste des Hauses der Sender. Was sendet ihr? Du musst dich nicht entschuldigen, Ben. Was möchtest du? Rabin oder Ben oder Ben oder so. Du hast mich nicht beleidigt, noch nicht. Was möchtest du? Nein, wir sind freundlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass ich euch mit solch einer Nichtigkeit belästige. Doch ich suche Kradok, einen Aufseher im Stock. Ben sieht aus. Ach, immer bei dem Namen. Sieht aus, als ob er unter Schmerzen leidet. Doch leider kann ich nicht ihn nicht finden. Er sieht dich wieder hoffnungsvoll an. Habt ihr vielleicht etwas über diesen Mann gehört? Nein, tut mir leid. Ben stößt einen tiefen Seufzer aus. Ich bin verpflichtet, ihm eine Botschaft zu übergeben, doch bis jetzt war mir das Glück noch nicht hold. Ich könnte dir helfen, ich könnte ihm deine Botschaft übermitteln, falls ich ihn treffe. Ich wäre vielleicht in der Lage, ihn zu finden und ihm deine Botschaft zu übermitteln gegen ein gewisses Entgelt. 100 Kupferbündchen. Nein, wir sind ja immer freundlich. Das habe ich schon einmal erwähnt. Bens Gesicht erstrahlt wie eine Laterne. Oh, welch ein glücklicher Tag für Ben und das Haus der Sender. Jede Hilfe, die ihr leisten könnt, wäre im höchstem Maße begrüßenswert. Wenn ihr diesen Kradok findet und ihm die Botschaft überbringt, werde ich dafür sorgen, dass ihr für eure Mühen entlohnt werdet. In Ordnung, wie dort deine Botschaft. Ben rezitiert die Botschaft fast wie ein Mantra. Fast wie ein Mantra, so. Die Lieferung muss am dritten Tag in Verdammnis sein. Ansonsten droht eine Strafe. Verdammnis, ist das ein Ort? Ben runzelt die Stirn. Mir wurde gesagt, dass Kradok vor der Lieferung weiß, mit der diese Botschaft im Zusammenhang steht. Okay. Wenn ich Kradok sehe und ich ihm deine Botschaft überbringe, kannst du mir noch irgendwas über ihn erzählen, das mir helfen würde, ihn zu finden?
Er soll ein Riese von einem Mann sein, mit strengen Gesichtszügen, und er soll Aufseher auf einem der Marktplätze des Stocks sein. Leider weiß ich sonst kaum etwas über ihn, werter Herr. Verstehe. Es sollte erstmal genügen. Wen verbeugt sich? Danke, mein Herr. Sollte das Schicksal euch jemals gnädig sein, so dass ihr diese Nachricht Kraddock überbringen könnt, seid doch bitte so freundlich, zu mir zurückzukehren und mir davon zu berichten. Ich werde dann dafür sorgen, dass eure Bemühungen entlohnt werden. Also, hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Die reden gerade. Was ist das denn für ein... Nap. Halt, ich will nicht halten. Gut. Hö. Hier war doch ein Fragezeichen. Was ist das? Nein, Reben mit schwarzen Lettern. Die Stiele sehen extrem scharf aus. Scharf. Bäm. Bäm. Das war die Ingress. Was ist hier wieder? Gut. Ich bin weg. Was gibt's hier denn noch so Schönes? Dabus. Alte Stockbewohner. Wollen wir erstmal mit einem alten Stockbewohner vielleicht reden? Eine Aura von großem Verlust umgibt diese alte Frau wie einen dunklen Mantel. Während du sie beobachtest, entschlüpft ihren Lippen ein trauriger Seufzer. Psyche grüßt. Sie blickt auf, ihre trüben Augen blinzeln und strengen sich an, dich klar zu sehen. Verzeih mir, junger Schleifer, aber ich bin eine alte Frau und sehe nicht mehr so gut. Kenne ich dich? Nein, vielleicht, aber ich kenne dich nicht. Hickend denkt sie einen Moment über deine Antwort nach. Was willst du? Ich hätte ein paar Fragen. Fragen? Sie verzieht das Gesicht. Oh nein, du bist ein Abenteurer, nicht wahr? Name, Beruf und das ganze Zeug, gell? Och, ja, jetzt kommt ihr mit hessischem, ne? Ja. Genau. Auf die kann ich nicht. Verschwinde. Ich bin kein Abenteurer. Nein, das bin ich nicht. Jedenfalls nicht so richtig. Genau. Wollen wir... Ich finde das irgendwie ehrlicher. Schließ ab, die Frau zeigt mit ihrem Finger auf dich. Ich habe gesehen, wie die Staubmenschen die Namen...